So Leute, ich mache jetzt die Auslosung für unser Format, fucking Freaks Videotheken-Format. Und zwar habe ich mir was ausgedacht. Ich hoffe, das passt so. Ich habe jetzt hier fünf gleiche Gläser. Also wirklich gleiche Gläser. Alles gleiche Gläser. Dort habe ich eure Namen rein, wenn ihr es seht. Timo, Olli und so weiter. Es sind ja fünf Leute, die mitmachen. Und ja, jetzt tue ich ein bisschen Bier rein. Ein Schlückchen. So. Ich habe jetzt überall Bier drinne. Ich sehe wirklich nichts. So, ich werde das jetzt ein wenig mischen. Ich gucke auch nicht hin. Versprochen. Und dann werde ich den ersten ziehen. Und so weiter und so fort. Ich gucke echt nicht hin. Ihr könnt ein Sizilianer glauben. So. Machen wir so. Dann machen wir so. Okay. Ich habe jetzt die fünf Gläser, tue ich jetzt da hinstellen. Zack, ich sehe echt nichts, weil das Bier drin ist. So. Jetzt ziehe ich den ersten. Also, der erste. Timo, du bist der Erste, mein Guter. Ich schreibe es mal auf. Timo. So. Timo, du musst einen Film dem hier jetzt denjenigen zuschicken. Der Benji, ich. Also, Timo, schickt mir einen Film. So, ich schicke einen Film. Den Olli. Also, ich schicke den Olli ein. So. Der Olli schickt Matti ein Film. Matti. Und der Matti schickt, wer bleibt noch anders übrig? Unseren Filmangler. Patrick. Und dann machen wir es so, dass der Patrick den Timo einschickt. Ja, so machen wir es. Also, Timo schickt mir. Ich schicke Olli. Olli schickt den Matti. Matti den Patrick und den Patrick. Den Timo. Das war die Auslosung. Ich hoffe, das hat gepasst, hat euch gefallen und Servus, Leute. Hallo zusammen und willkommen zur fucking Freaks Videothek. Ja, wir machen wieder weiter. Und wie ihr gesehen habt, hat der Benny vom Kanal Filmhengst, unser Pferdchen,
hat die Auslosung gemacht. Ja, wie ihr gesehen habt, habe ich da ein paar Schnitte reingesetzt, denn unser Benny, der lässt sich nicht nehmen, überall ein paar Schwänze reinzupacken. Ja, ja, so ist er, unser Benny. Aber nichtsdestotrotz, ich habe einen Film bekommen von unserem lieben Filmangler, vom Patrick. Ja, der hat es mir ja in das Mystery-Paket reingelegt, das ihr natürlich gesehen habt. Und jetzt bin ich natürlich auch mal gespannt, was da drin ist. Ja, ich habe mich hier super vorbereitet heute und habe gar kein Messer hier eingepackt. Ah, geht doch, super. Und hier ist er. Fucking Freaks Videothek. So, ich brauche euch gar nicht die Regeln zu erklären, die solltet ihr langsam wissen. Und ich mache auf. Ah, jetzt sehe ich gar nichts. Lilly unter den Linden. Patrick, also eine Produktion von Telepool, das erste und MDR. Ein deutscher Film, also ich tue mich mit deutschen Filmen ja allein schon schwer, aber dann noch sowas. Oh. Nee. Darauf habe ich echt gar keinen Bock. Scheiße. Also, ich habe mich ja eigentlich darauf eingestellt, dass ich mir den Film jetzt angucke, aber ich habe darauf echt keinen Bock. Ich habe mir wirklich irgendwas Schlimmes. Er hat schon gesagt, er packt mir was Schlimmes ein. Aber Patrick. Nee. Ich habe gerade irgendeinen so Trash-Scheiß-Dreck oder irgendwas Blödes oder so. Und ach, doch. Ja, das geht, aber doch nicht sowas. Nee. Scheiße. Nee, ich heul schon. Komm, wir machen aus. Ich warte noch ein paar Tage. Oh, ich weine schon. Das ist so. Nee, also, ich warte noch ein paar Tage. Und irgendwann, wenn ich ganz tief unten bin, dann gucke ich mir mal an, gell? Also, bis gleich. So, ich habe mir nun Lilly unter den Linden angeschaut. Ja. Nee. Es ist ein Film von 2002 aus Deutschland und spielt 1988, in dem Deutschland noch geteilt ist in BRD und DDR. Ja, Lillys Mutter stirbt und ihre Tante, Lilly wohnt in Hamburg und ihre Tante wohnt im Osten, irgendwo Ost-Berlin, glaube ich, war das. Ja, Lillys Mutter stirbt und ist nun allein und ja, ihre Tante bekommt ein Visum, ein Tagesvisum, nur um theoretisch bei der Beerdigung dabei zu sein. Ja, Lilly ist alleine. Ja, sie soll eigentlich in ein Heim,
aber natürlich möchte sie nicht, aber eine Adoption geht auch nicht, dass da sie ja im Westen wohnt und ihre Tante im Osten. Ja, dann versucht sie mit ihrem, was war das, Stiefvater oder Freund der Mutter oder ich weiß gar nicht mehr genau, versucht sie durch ein Tagesvisum in den Osten zu kommen, was dann auch gelingt. Und dort sucht sie die Straße auf unter den Linden, wo sich ihre Eltern da irgendwie kennengelernt haben und möchte halt dann auch bei ihrer Tante eigentlich wohnen bleiben. Ja, ja, West, Ost, funktioniert das nicht? Es ist ein Drama, ja, es ist eindeutig ein Drama, es ist auch ein Fernsehfilm, wie er im Fernsehen so läuft. Es ist echt nicht meins, ja, und Patrick, da hast du mir echt keinen Gefallen damit getan. Ich bin, da hast du mich gestraft fürs Leben. Nee, ich, echt nicht meins. Ich, ja, was soll ich denn sagen? Soll ich sagen, gute Schauspieler, tolles dies, tolles das? Nein, es ist ein Fernsehfilm, ja, und wer die deutschen Filme aus dem Fernsehen kennt, kriegt das geboten, wer da drauf steht. Der kriegt das geboten und mehr ist da auch echt nicht, ja. Mir hat das Ganze gar nicht gefallen. Und deshalb, ich muss das jetzt ein bisschen verkraften. Vielleicht saufe ich mir die Hucke voll. Nee. Ja, Patrick, das kriegst du irgendwann zurück. Dann muss ich mir was einfallen lassen, ja. Aber so nicht. So. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Vielen Dank. Ich mach Schluss. Ich habe keine Lust mehr. Ich will darüber auch gar nicht weiter irgendwie ein Wort verlieren. Deshalb, tschüss, macht's gut. Euer Timo.